So, herzlich willkommen zu From Brush to Battle. Das hier ist Teil 1 meines World Eaters Videoblogs. Und zwar geht es hier um die Armeeliste. Das heißt, ja, Wayland Games und Forge World, die Lieferung ist gekommen. Ich habe jetzt alles hier. Ich kann sozusagen jeden Moment starten. Bevor ich das tue, möchte ich euch aber erstmal durch meine Armeeliste führen. Also euch ein bisschen an dem ja, Prozess der Armeelistenerstellung teilhaben lassen. Einmal kurz die Highlights durchgehen, sodass ihr Bescheid wisst, was ich da überhaupt zusammenbaue. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Anhaltspunkt zu verstehen, wo ich da spielerisch mit hin will. Auch wenn das wahrscheinlich bei World Eater nicht ganz so schwer ist. Also, ich habe ein Double Battalion. Beides ist World Eaters. Das erste Battalion ist ein Raptorial Host. Mein HQ ist ein Warlord mit Jump Pack und Gore Child, also der besonderen Waffe, die er von Angron quasi aufgehoben hat noch. Meine zweite HQ ist ein Master of Execution, nichts Besonderes, einfach nur mal das Korn. Und meine Standardeinheiten sind einmal Chaos-Kultisten mit Nahkampfwaffen. Sonst nichts Besonderes, mal das Korn natürlich und Kornberserker 8 Stück, natürlich die heilige Zahl des Korn. Siebenmal mit Kettenaxt und Kettenschwert und der Champion mit einer Powerfist, so wie sie es gehört, um ein bisschen mehr Bums auch gegen Fahrzeuge zu machen. Zwei Warp Talents unterstützen das Ganze, damit ich eben kein Overwatch kriege. Und darüber hinaus habe ich ja, zwei Chaos Rhinos mit dem Standard Layout dabei. Das zweite Battalion ist auch World Eaters, hat einen Dämonenprinzen als HQ, Flying Warp Talents, mal das Korn. Und die zweite HQ ist ein Exalted Champion. Die Troops sind analog zur Warren Battalion. Darüber hinaus in meiner Elite habe ich Lightning Claw Terminatoren, die Red Butchers und habe darüber hinaus noch einen Dreadnought mit zwei Butcher Cannons, also Contemptor Dreadnought. Im Fast Attack Segment befinden sich Chaos Bikes mit Chain Swords. Und als Heavy Support habe ich dann noch Havocs mit 4 Assault Cannons und ansonsten einfach noch wieder ein Rhino. Ja, die Bikes sind, glaube ich, so das, worüber ich mich am meisten ärgere. Da gibt es einfach keine schönen Modelle, da ist mir auch nichts eingefallen, wie es proxe. Das heißt, da habe ich mir ein paar alte einfach gekauft und guck, was ich daraus machen kann. Gut, aber jetzt vielleicht so ein bisschen zu dem Fluff. Also, wie komme ich überhaupt darauf, eine World Eater Armee zu spielen? Außer dem Offensichtlichen. Also ich habe auf jeden Fall Bock, eine Melee-Armee zu spielen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern ich lese wirklich sehr gerne die Horus Heresy Bücher. Und die World Eaters waren bis dahin, also bis ich die Bücher gelesen habe, für mich eigentlich eine sehr eindimensionale Legion. Ich dachte mir, gut, das sind halt offensichtlich die Verrückten oder die Berserker oder wie auch immer man das nennen möchte. Da gibt es jetzt nicht sonderlich viel erzählerische Tiefe zu abgehakt. Okay. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. In der Horus Heresy ist es im Endeffekt ja so, dass jede Legion ihren eigenen Erzählstrang hat. Und das Ganze ist eben auch mit dem nötigen Drama von so einem Epos verbunden. Das heißt, jede einzelne Legion hat im Endeffekt eine tragische Geschichte, die ein Stück weit dazu führt, dass eben die Welt von Warhammer 40k ein Stückchen kaputter und ein Stückchen düsterer ist, als es die von Warhammer 30k eben noch war. Und bei den World Eaters ist es so, die damals noch als die Warhounds bekannt waren, dass die vielleicht einen etwas rabiateren, etwas wilderen Ruf verdient haben, aber da standen sie ja nicht mit alleine da. Das galt sicherlich auch für die White Scars oder für die Space Wolves oder teilweise die Blood Angels. Also von daher, da haben sie sich nicht großartig von ihren Bruderlegionen unterschieden. Der Unterschied oder der Einschnitt, was die World Eaters anging, kam im Endeffekt mit dem Wiederentdecken von Angron. Die Primarchen, die waren ja im Endeffekt nicht von vornherein da. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge Lore-Videos zu, die das auch nochmal ausführlich erklären. Jedenfalls, als Angron gefunden wurde vom Imperator, war gerade dabei, einen kleinen Sklavenaufstand zu leiten. Und der ging jedenfalls nach vielen Jahren des Kampfes etwas schief. Und im Endeffekt wurde sein Leben gerettet durch das Auftauchen des Imperators. Das unterschied ihn schon mal ganz deutlich von allen anderen Primarchen. Alle anderen Primarchen, die gefunden wurden vom Imperator, hatten sich den Planeten, auf dem sie ja, gestrandet sind, bis dahin unterjocht oder bei Ubud Gilliman zum Beispiel war es ja im Endeffekt noch viel, viel krasser. Der hat eigentlich schon sein eigenes kleines Imperium angefangen aufzubauen. Also jeder von denen hatte da deutlich mehr vorzuweisen als Angron. Das heißt, auch die Warhounds
haben im Endeffekt nicht den gleichen Stolz fühlen können wie ihre anderen Legionsbrüder, als ihr Primarch um die Ecke kam. Das heißt, da war sicherlich schon so ein kleines Makel, was auf dieser Beziehung gelastet hat. Darüber hinaus, Angron hatte da auch gar kein Interesse dran. Weder wollte er der Primarch einer Space Marine Legion werden, noch hatte er irgendetwas im Sinn, was er erreichen wollte, außer eben in den Krieg ziehen. Und auch das eigentlich eher aus so einem Willen heraus, dass endlich sein Leiden endet. Sein Leiden ist in erster Linie auch mit den sogenannten Butcher's Nails verbunden, also Implantate, die er als Sklave gekriegt hat, die ihn ja, härter am Kämpfen lassen. Also Adrenalin-Implantate, wie auch immer man das nennen möchte, die auf jeden Fall nicht entfernt werden können. Und naja, die Legion der Warhounds hat sich im Endeffekt sehr verbunden gefühlt gegenüber ihrem Primarchen, auch wenn sie nicht richtig was mit ihm anfangen konnten. Und Stück für Stück haben sie sich im Endeffekt mehr seinen Gegebenheiten angepasst. Und dann kam so ein schleichender Verfall, aber nicht so wie bei anderen Legionen, wo am Ende alle so ein bisschen sich umgedreht haben und sich gewundert haben, na, wie ist denn dazu gekommen? Sondern eigentlich haben die es kommen sehen. Also viele von den namhaften Vertretern der Legion, in erster Linie natürlich auch der erste Captain der achten, was ist das, des achten Chapters da, Khan the Betrayer, hat sehr genau den stetigen moralischen Verfall seiner Legion und seinem Primarchen gesehen und auch aktiv daran partizipiert. Es gibt da viele Stellen in Büchern wie The Betrayer von Aaron Dembski Bowden, wo Khan das sogar sehr offen reflektiert mit anderen, dass er im Endeffekt das nicht gut findet, aber was soll er schon machen? Das ist sein Primarch. Und wenn er ihm irgendetwas schuldet, ihm und seinen Brüdern, dann ist es halt Loyalität. Das heißt, aus einem wirklich verdrehten Moralempfinden heraus haben die World Eaters mehr und mehr Verbrechen begangen und sich immer weiter von ja, ihren einstigen Idealen und eben auch dem Imperator entfernt. Und das in erster Linie aufbauend auf diesem gemeinsamen Nenner der Brüderlichkeit und Loyalität, was tragischerweise darin dann gemündet ist, dass Khan nach der gescheiterten Belagerung von Terra eigentlich versucht hat, alle seine verbleibenden Brüder umzubringen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, da gibt es ja, wirklich großartiges Buch zu. Nichtsdestotrotz, das ist im Endeffekt was, was mich persönlich sehr angesprochen hat, weil das auf einmal dem Ganzen viel mehr Tiefe verliehen hat, als diese komische Idee davon, dass irgendwelche Leute offensichtlich von ganz allein Lust haben, einfach nur verrückt zu werden. Ja, ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Meinungen zu und im Endeffekt, es gibt 18 Legionen. Und jeder einzelne davon ist eigentlich ziemlich cool. Also da gibt es auch eigentlich gar nichts, was mir per se nicht gefällt. Aber nichtsdestotrotz, die Bücher, die ich da über die World Eaters bisher gelesen habe, oder die Geschichten, in denen die vorkamen, das trifft es glaube ich eher, fand ich ganz phänomenal. Es gibt da einen Teil in dem Buch The Outcast Dead. Da bricht ein World Eater zusammen mit einem Hexer der Thousand Suns aus einem Gefängnis von Terra aus. Im Endeffekt wurden die mehr oder weniger ja, aufgrund der Umstände festgenommen. Die haben eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht, aber ihre Religionen haben in der Zwischenzeit angefangen, das Imperium zu hintergehen. Das heißt, die wurden einfach aufgegriffen. Und der Chaos-Hexer oder beziehungsweise der Thousand Sun Psioniker schaut eben in die Gedanken des World Eaters und das, was er sagt, ist, oder das, was er sich denkt in dem Moment, ist, dass er niemals gedacht hätte, das zu sagen, aber es erfordert viel, viel mehr Disziplin und Selbstbeherrschung, so kurz vorm Austicken zu sein, wie es die World Eaters die ganze Zeit sind, als einfach seine Wut zu unterdrücken. Ja, damit möchte ich dann erstmal enden. Ich hoffe, diese Ausführung war jetzt nicht zu lang, aber das sind im Endeffekt so die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich schnappe mir jetzt gleich mal mein Bastelmesser und fange schon mal an, die ersten Bausätze auszupacken, damit ich auch möglichst schnell echten Content habe und nicht einfach nur quatsche. Also, mach's gut!